Hallo zusammen, ich möchte mir mit euch heute zusammen die Box von Battlelord 2 in der Second Edition angucken. Die Box selber ist wieder mal schön gewaltig, hat auch eine Menge Inhalt, wie die Rückseite schon verrät. Erschienen ist Battlelord bei den Heidelbeeren, im Original bei Fantasy Flight. Empfohlen wurde mir das Ganze im Tunnelorn Forum. Ich selber habe das Spiel auch noch nie gespielt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Das wird also jetzt mit euch sozusagen das erste Mal. Ja, ich bin mal gespannt, was mich da alles erwartet. Sieht soweit erstmal spannend aus. Und alles andere gucken wir jetzt zusammen. So, ich habe das Ganze, wie gesagt, schon mal vorgelöst. Ja, das Erste, was uns erwartet, das ist sowas wie eine Zusammenanleitung für die Figuren. Es scheinen nicht so viele zu sein. Das ist relativ einfach gemacht. Kann man, glaube ich, auch nicht viel falsch machen. Als nächstes kommen die Spielregeln. Auch hier sehen wir wieder diesen Ritter mit den, ich glaube, die heißen Fleischreißer, Zerfetzer, irgendwie sowas. Das Buch selber sieht jetzt so auf den ersten Blick erstmal ganz schick aus. Ist, würde ich sagen, moderner Standard. Schönes festes Papier, das wird nicht kaputt gehen, das wird auch nicht so schnell abgegriffen werden. Und insgesamt hat das Ganze ohne Index, das finde ich immer gut, 20 Seiten, das ist auch überschaubar. So, es gibt nochmal ein Nachschlagewerk, goldene Regeln, Flankieren, Fernkampf. Ich vermute, hier sind nochmal die Sonderfertigkeiten kurz erklärt. Ist vom Standard her ähnlich wie die Spielregeln. Auch hier gibt es wieder einen einzelnen Index und das Ganze hat diesmal 12 Seiten. So, jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Das sind Marker, Counter und so weiter. Das muss ich mal eben schnell aufmachen. Das kriege ich sonst so nicht hin. So, schauen wir doch mal. Also, generell kann man erstmal sagen, es löst sich sehr gut. Das finde ich schön. Die Kanten sind alle sauber nach dem Lösen. Reißt auch nichts ein. Ich gehe mal davon aus, das wird sich so durchziehen. Was man hier halt eben sieht, sind die normalen Hexfelder. Das sind die Geländemerkmale. Ein paar Counter. Auch die alle lassen sich sehr gut und sehr einfach lösen. Es fällt einem hier schon sozusagen entgegen. Gefällt mir sehr gut. Das finde ich super. Das ist tolle Qualität. Ja, fällt mir noch weit auseinander. So, hier haben wir noch weitere. Diesmal mit Gebäuden und mit Flüssen. Hier oben, das sind, ich glaube, Betäubungsmarker. Sehen alle wirklich sehr gut aus. Scheinen gut verarbeitet zu sein. Ja, will ich nicht drüber meckern. Da ist mir auch schon was entgegengefallen. Also insgesamt sind es drei derartige Platten mit Countern und Hexfeldern. Lege ich mal raus. So, dann kommt. Moment, kurzer Schnitt. So, da sind wir wieder. So, das ist jetzt die eigentliche Karte. In einem Fallsystem, die geht jetzt hier nochmal ein ganz schönes Stückchen weiter in die Richtung. Ja, finde ich, sieht soweit sehr gut aus, sehr stabil, liegt wunderbar. Ich denke, auf dem Tisch wird sich das auch nicht wölben und ist natürlich super stabil. So. Gut, die lege ich auch beiseite. So, jetzt kommen wir zu, das sind Karten, ich glaube, das sind Einheitenkarten. Ich schaue da mal ganz kurz rein, wie die so aussehen. So, hier haben wir zum Beispiel eine Zitadellenwache. Ja, kann man das halbwegs erkennen? Aber ich denke mal. So, die sind ganz klein und schnuckelig. Die werden in normale Card Sleeves nicht reinpassen. Aber ich würde doch darauf wetten, dass es da welche zu kaufen gibt. So, gibt alles häufig genug. Springen wir ein bisschen. So, hier haben wir dann sozusagen, das sind die Bösen, die Chaoten. Die Viper-Legion zum Beispiel. Ah ja, da haben wir ihn. Ein Fleischfetzer. So heißen diese
ja, irgendwie eine Mischung aus Adler und Hund. Obszönitäten. Ja. Muss man sich, glaube ich, mal in Ruhe angucken. Ach ja, und hier haben wir die sogenannten Attrappen. Wenn ich richtig informiert bin, legt ja jeder immer exakt gleich viele Karten hin und kann sozusagen so vermeiden, dass man erkennt, wie viele Einheiten er wirklich auf den Tisch bringt. So. Dann kommen hier die Szenariokarten. Was ich schon mal schön finde, ist, das sind Zip-Bags, die können wir wiederverwenden, die muss ich nicht einreißen. So, das ist jetzt zum Beispiel Aufmarsch der Miliz. Und die Gegnerseite könnte jetzt zum Beispiel spurlos verschwunden spielen und dann wird das Gelände auf diese Art und Weise zusammengebaut. Das ist so viel, wie ich schon aus verschiedenen Videos erkennen konnte. Da gibt es eins, was das ganz gut erklärt. Das werde ich dann gleich hier irgendwo auf der Seite nochmal ganz kurz verlinken und ansonsten natürlich auch unten in der Videobeschreibung. So, insgesamt sind das eine ganze Menge. Ich meine, es sind 7 pro Seite, also insgesamt 14 Stück. So, ich sehe schon, hier unten ist irgendwie eine Lasche drin. Wofür die gut ist, kann ich so gar nicht sagen. Ja, kann man wohl irgendwas mit fernhalten. Ein bisschen Ordnung. So, das sind jetzt, glaube ich, irgendwelche Ereigniskarten, die gespielt werden können. Oder Inhaltskarten. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Nee, Moment, das hier sind, glaube ich, Beispielarmeen. Wenn man sich die sich selber zusammenbauen kann, dann nimmt man halt eben diese. Sind für beide einmal vorhanden. Dann hier haben wir nochmal Einheitenkarten, diesmal ein bisschen größer. Warum es die zweimal gibt? Ach see, genau. Die legt man vor sich hin und die kleinen hier, diese legt man auf den Tisch, glaube ich. So, aber auch die sind sehr stabil. Die werden halten und diese passen dann auch wieder in normale Cardsleeves, denke ich. Das wird gut gehen. So, das sind diese Bewegungskarten. Selbe Qualität, sehen sehr gut aus. Von hinten immer deutlich zu erkennen, worum es geht. Wie gesagt, kann ich so viel noch gar nicht zu sagen. Ich kenne es bislang nur aus Beschreibungen. So. Dazu werde ich dann bei Gelegenheit noch mal ein bisschen mehr sagen. So, die kann ich auch beiseite legen. Sieht aber sehr gut aus. Ist wirklich, ich sag mal so, die übliche Qualität, wie sie Fantasy Flight bietet. So, und zu guter Letzt, es ist gut, weil irgendwie vermisse ich noch was. Die Würfel. Wie fast alle Fantasy Flight Spiele oder zumindest alle, die ich so spiele, das ist zum Beispiel Star Wars und X-Wing, werden hier Spezialwürfel verwendet. So, bei dem Würfel sehe ich schon, der ist angeschlagen. Das finde ich persönlich nicht so schick. Ist auch qualitativ irgendwie nicht so richtig gut. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken, ob ich den bei Heidelberg reklamieren kann. Also das finde ich nicht schick. So, die anderen sind ein bisschen besser. Aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, da bin ich von Star Wars Edge of the Empire zum Beispiel bessere Qualität gewohnt. Und von X-Wing auch. Also die bin ich nicht so richtig zufrieden mit. So, es fehlen die Miniaturen. Ich hoffe inständig, die sind irgendwo hier. Ja. So, das sind die Miniaturen. Jetzt wird es natürlich spannend. Also sie sind nicht thematisch gemischt. Das heißt, ich schmeiße sie hier einfach mal rein. Wir greifen da mal zufällig rein. So, das ist jetzt zum Beispiel der Körper des Chaos Lords. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Ich vermute, dass sowas wie die Teilgruppen drauf, irgendwas, das nicht zusammenbackt. Hier haben wir eine dieser Miniaturen, die auch zusammengesteckt werden muss. Die hießen, glaube ich, Obszönitäten. Ja, kann man sogar so zusammenstecken, muss man nicht mehr kleben, das hält. Würde ich natürlich kleben, ist klar. So, qualitativ kann man das vermutlich ein bisschen schwer erkennen. Ich werde die Figuren morgen nochmal en Detail fotografieren und dann hinten an das Video anhängen, damit man die etwas genauer sieht. Aber schon so kann man sagen,
Also hier unten sind so leichte Rillen. Das wäre jetzt für ein echtes Tabletop nicht so schick. Das kann man aber vermutlich irgendwie sich zurechtschleifen. Sehen so ganz in Ordnung aus, aber sind natürlich nicht Tabletop-Qualität. So, das ist ein sogenannter Runengolem. Ja, ist in Ordnung. Ich hätte ein bisschen die Befürchtung, dass man hier schon ganz schnell die Feinheiten mit Farbe dicht macht, wenn man die anmalt. Ja, insgesamt hat man einmal diese eine Hälfte, dann kommt hier nochmal eine zweite Hälfte dazu. Das ist jetzt so ein bisschen der Kleinkram. Hier haben wir zum Beispiel irgendwie so eine Art Schildwache. Ja, man sieht schon, also die Hellebarde oder was das hier sein soll, Speer, ist natürlich nicht gerade. Ja, das qualitativ gut anzumalen, wird, glaube ich, eine Herausforderung. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, zu dem Preis kann man natürlich keine Zinnqualität erwarten. Boah, das ist irgendein, keine Ahnung, ein Ritter, Kavallerie, irgendwas in der Art und Weise. So, und hier haben wir unsere Fleischfetzer vom Cover und von der Karte. Hätte jetzt fast gesagt, die sehen sympathisch aus, aber ich denke, mit ein bisschen Geschick kriegt man die auch vernünftig angemalt. Aber auch so, denke ich, machen die schon durchaus was her auf der Platte. So, das war der gesamte erste Überblick und Blick überhaupt in Battlelore. Wie sich das Ganze spielt, werde ich euch bei Gelegenheit zeigen. So, und jetzt im Anschluss seht ihr dann nochmal die Detailaufnahmen. Denkt daran, dass ihr das in hoher Qualität abspielt. Ja, und ich bin gespannt, was mich erwartet, und ich hoffe, ihr hattet einen ersten Eindruck von Battlelore. Bis zum nächsten Mal.